Job-News. Das ist für Herrn Gregor Gysi. Herzlich willkommen, über 20 Jahre korrespondiert, meist schriftlich. Heute mache ich mal eine Videobotschaft. Natürlich sehen also auch fremde Menschen zu. Sehr geehrter Herr Gysi, wie gesagt, in der Korrespondenz, die wir führen, mache ich heute mal es öffentlich, weil Sie ja auch eine öffentliche Person sind. Meine einer ist auch eine öffentliche Person, zwar hier im untersten Segment und Sie im oberen Segment. Aber wenn wir ehrlich sind, Sie sind Rechtsanwalt, meiner einer ist Videojournalist bzw. hier im Medienhaus. So, meiner einer hat täglich mit Menschen zu tun, echte Menschen, Menschen mit viel Angst. Menschen mit sehr viel Angst und diese Angst muss man ihnen nehmen. So, man muss zuhören. Natürlich hat man auch Schlitzohre, die einen reinlegen wollen. Das ist leider so. Man hat natürlich nicht immer Gutes, man hat natürlich auch Schlechtes. Das Leben ist halt so. Wichtig ist natürlich die Information, die wir tagtäglich vor uns herschieben, dass diese Art von Pandemie eine Lüge ist. Das wissen wir, das wissen Sie und wir wissen auch, warum diese Lüge erstellt worden ist. Für die Niedrigen, die zuhören, ist es der sogenannte Kapitalismus, der halt da ist und sich jetzt leider in einer Machtkomponente, also in einer Machtblase sich befindet und die wir zum Platzen bringen müssen. Auf der anderen Seite sind die, wie Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Polizisten, Ärzte und so weiter für Aufklärung, denen man wirklich tatsächlich zuhören können und sollte, aber man hat es nicht so einfach mit dem Staat. Ist klar, diese Leute sind nun mal der Staat, das sind die Leute, die wirklich den Zugriff machen, deswegen mag ich sie, Polizisten besonders. Weil es ist halt so. Für einen Polizisten ist es nicht einfach, überhaupt nicht einfach in der heutigen Zeit. Ja? Die grüne Minna, ihr wisst schon, was ich meine. Polizei, dein Freund und Helfer, das ist ja schon lange vorbei. Wir leben in einer neuen Zeit, in einer jungen neuen Zeit. Wir, die Älteren, Sie über 70, meine einer über 60 und meine Kolleginnen und Kollegen sogar schon fast über 80. Ich habe Richter hier. Ich habe Staatsanwälte hier und ich habe sehr viele Anwälte hier und wir haben viele Fachgespräche geführt. Ich habe natürlich auch wunderbare Ärzte um mich herum, mit denen ich auch fachlich gesprochen habe. So, sehr geehrter Herr Gysi, wie gesagt, Sie sind Politiker, Sie stehen vor laufender Kamera und erzählen uns allen. Die Sachlage ist halt die, dass Sie in Berlin operieren und nicht hier. Ich hätte sie ja gerne mal hier gehabt, aber wie gesagt, die Stadt Essen können wir leider vergessen. Ich meine, unser Oberbürgermeister ist auch ein Kunde von mir und seine Angestellten sind auch Kunde von mir, weil sie genau alle dasselbe brauchen. Wir leben halt digital. Warum ich dieses Video jetzt gemacht habe, hat einen Grund, da ich ja immer wieder von neuen Firmen angeschrieben werde, die Welt wird jetzt digital. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei mir war die Welt 1969 schon digital, im Hause Siemens, AEG, Krupp, RWE und so weiter, aber egal. Und 79 dann halt die Firma unter Medien 2000, weil man ja im Jahr 2000 das an sich wollte. Aber leider, wie auch Sir Berners-Lee, also zuerst hieß er ja Timothy Berners-Lee, ein ganz normaler Wissenschaftler, der halt mit HTML, Strukturierungen, Software und so weiter gearbeitet und dann das auf dieser Struktur verbreitet und es geschafft hat. Er hat also Gehör bekommen. Ein Herr Bill Gates, der zuerst mit 24 bei Apple, da in einer gewissen Sache, also als Jugendlicher. So, der andere Jugendliche, wissen wir, Herr Lindner, der da mit 18 schon, ihr wisst, auch da war er schon medienpräsent. Also, alle, die medienpräsent waren und sind, alle, die jetzt wirklich tatsächlich in dem Ballon Medien, neue Medien, werden darin geschaukelt. Wir haben völlig neue Stars und Sternchen, die sind in der Welt der Politik, ja. Wir haben die Greta, die da die Welt und was weiß ich nicht, Future, Freitags, die Penne auf Deutsch. An sich ist das sowieso keine Bildung, das ist keine Schule. Schule ist was anderes. Die Eliten sitzen auch ganz woanders. Und Jugendliche, die wirklich tatsächlich gebildet werden, machen nicht sowas.
Das ist Gott sei Dank ein Kleinklientel, aber wir brauchen ja nur ein Kleinklientel. Nun, die große Masse ist halt dieser Ballon, wo wir drin jonglieren. Das wissen Sie, das weiß auch ich. Wie gesagt, in gewissen Fachgesprächen ist es ja rübergekommen. Dass ich jetzt, wie gesagt, dieses Mal rausgehauen habe, ist der Sinn von Weihnachten. Der Sinn von Weihnachten ist flöten gegangen. Und das kann es nicht sein. Und vor allen Dingen die Diskriminierung von Menschen wie in den Zeiten 1920 bis 1945 in Punkt 2.0, so ungefähr. Wir vollziehen das wieder. Wir machen drei Klassengesellschaften auf. Wir, die fetten Reichen, und ihr, die Armen, und ihr, die da mitschwimmen, ne? Ja, die wir euch brauchen. So, einige Philosophen haben ja schon gesagt, dass es mal wieder so kommt wie damals bei den Römern, ja, einige flankieren nur, sie waren nur Mensch, ja, sie philosophierten und was weiß ich nicht alles, und die Sklaven haben dann den Haushalt geführt. Das Rumgepiepe hier, das wird wohl nie enden, weil das ist halt neu. Meiner einer ist mit der Welt verbunden, hab mir gerade Herrn Bill Gates angehört, rt.de, diese Zeitschrift, beziehungsweise die russische Gesellschaft, die auch hier in Deutschland Fuß gefasst. Ja, gestern am 9., somit ist heute der 10., der 10.12. ist ein besonderer Tag, aber nur für mich, nicht für Sie. Jedenfalls am 9. haben die Journalisten einiges auf den Weg gebracht, es stimmt ja auch. Wir waren über 60 Firmen, wo man als Journalist tätig sein durfte und konnte. Man konnte daran wachsen, man konnte unter Stars und Sternchen, man durfte ja sogar selbst dabei sein. Ja, Herr Gunter Sachs zum Beispiel, mit seinem Film, einen Film hat er gemacht, Bilitis, der hatte schon so Traumsequenzen und all solche Sachen. Und auch die anderen Sachen, die so geflossen sind im Kino. Jetzt wieder Matrix, und da komme ich auf Matrix. Matrix hat einigen doch schon die Augen geöffnet. Und jetzt war Keanu Reeves wieder vor der laufenden Kamera, und ich habe mir auch die Dreharbeiten angesehen, wieder mit den ganzen Greenscreens. Wir haben riesige Greenscreens-Rooms, wo wir auch drin arbeiten und Special Effects erzeugen. So, wenn wir schon, ja, niedergemacht werden, weil logischerweise war das Finanzamt nie betroffen. Das Finanzamt hatte nie Pandemie. Das Finanzamt wollte immer Geld haben. In einer Zeit, wo wir alle nicht mehr wissen, wen dürfen wir nicht ansprechen, ja? Also ich habe sie alle hier gehabt, ich habe auch hier die Vertreter da gehabt, die für die Steuern zuständig sind, Steuerbüros und so weiter. Ich habe mir also sehr, sehr viel Information abgeholt. Jetzt 2020 war ich sogar live in der Uniklinik, ich habe live gedreht, eure Pandemie, ja, ich habe gesehen, wie die Ärzte da lustig waren, ich habe gesehen, wie die Ärzte und die Schwestern in Herz 2 der Uniklinik vor der laufenden Kamera ihre Sache gemacht haben. Denn auch sie sind Facebook-Fans. Braucht ihr nur eingeben, Uniklinikum, und ihr könnt alles sehen bei Facebook. So sieht's aus. So, bevor, also sie kriegen ja wie immer schriftlich. Für die anderen wissen halt, dass ich mit Herrn Gysi und wie sie alle heißen korrespondiere, auch mit unserem Oberbürgermeister, mit Steuerbüros, mit Polizei, mit Anwälten, Staatsanwälten und sogar mit Richtern. So, und auch die andere Fakultät habe ich leider auch, die Gerichtsvollzieher und wie sie alle heißen. Also das gesamte Staatskompendium. Wir sind aber kein Staat, wir sind ein Bundesland. Bundesland Nordrhein-Westfalen meldet sich hier im Bundesland Berlin, wo Herr Gysi sitzt. So, Herr Gysi, wie gesagt, das habe ich jetzt spontan gemacht, weil jede Sekunde ein Kunde reinkommt und Sie haben gemerkt, piep, 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 piep. Das muss ich jetzt auch beantworten. Es wird sich nie ändern. Wunderbar. Also wie gesagt, die Welt ist online, und in 10 Jahren wissen wir ja, na, hören Sie, wie gesagt, weiterhin einigen Philosophen zu, die klar, nüchtern sagen. Ich finde es hochgradig interessant, dass wir eine neue Gilde haben, die uns einen ansagen, dass wir eine neue Gilde haben, die uns ausrauben will. Ich finde es hochgradig interessant, wie Herr Lauterbach, der so viele Fehler in seinem Leben schon gemacht hat und dass sogar seine eigene Ehefrau daraufhin verwiesen hat und sich hat scheiden lassen. Einfach mal drüber nachdenken. Und bei Herrn
Bill Gates genauso, die auch die Frau hat, öffentlich in Amerika und hat sich auch von ihrem Mann getrennt. So, er ist nicht mehr der Reichste, sondern ein Halbierter. Ja, beide haben zusammen 67 Millionen. Er ist dennoch auf irgendeine Art der Reichste, keine Ahnung, aber der wirklich Reichste ist ja nun mal derjenige, welche, der da mit Tesla arbeitet. So, er hat heute Morgen uns gezeigt, dass man auf 2 Meter Strom erzeugen kann, ohne Kabel, sagt alles. Also, es wird eine New World, also New World Order wird kommen, aber nicht so, wie Klein Greta sich das denkt. Ich finde es hochgradig interessant, wie ein gewisser Mönch auf sie eintrommelt. Ich finde es hochgradig interessant, dass ihr alle Angst habt vor Telegram. Ich finde es hochgradig interessant, dass gewisse Sachen nicht erwähnt werden, die es nämlich auch gibt. Und da holt man sich die Informationen her. Hat nichts mit Telegram zu tun, aber es gibt wunderbare Plattformen, wo man wirklich tatsächlich Informationen bekommt. Auch sie tummeln sich darum, sie wissen ganz genau, welche Autobahn ich meine. Also, sehr geehrter Herr Gysi, ich wünsche Ihnen wunderbare Weihnachten. An alle, die zugeschaut haben, an alle, die jetzt nicht wussten, worum es hier geht. Dies war an sich für Herrn Gysi, hätte ich ihm privat schicken können, aber ich mache es online hier bei YouTube und alle können ruhig wissen, dass wir hier alle im Wissen, wie gesagt, Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Ärzte, ja, und auch Polizeikräfte und so weiter und so fort. Also so blöd, wie wir alle aussehen und so blöd, wie wir rüberkommen, sind wir nicht. So, wir gehören dem Staat. Wir mögen diesen Staat, der keiner ist, ein Föderalstaat, 16 Bundesländer, deswegen klappt das alles nicht so. Aber das Böse muss bekämpft werden, das Böse muss bekämpft werden, sogar weltweit. Und es wird eine Schlacht werden, die halt blutig enden kann. Und das sollten wir jetzt in dieser weihnachtlichen Zeit verhindern. Ja? Blut muss nicht unbedingt fließen, aber wir stehen kurz davor und deswegen machte ich das Video. Sie, Herr Gysi, wissen genau, wovon ich gesprochen habe. Also, ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Weihnachten. Und die Linke sollte mal in sich gehen. Ja? Frau Wagenknecht, sagt man ja schon, die ist falsch dort. Sie sind mittlerweile auch falsch dort. Okay, Sie sind Rechtsanwalt. Sie sind schon auf dem richtigen Ort. Und einfach mal drüber nachdenken. Die Linke, schätzungsweise, stirbt. Ja? Die schlimmste, die gelbe FDP, ist leider mal wieder irgendwo reingerutscht. Aber es ist nicht mehr die FDP, die mal war. Herr Westerwelle hat es überdeutlich an seinem letzten Tag gesagt. Auch Herrn Westerwelle sollte man ernst nehmen, auch wenn er verstorben ist. Ja? Einfach mal dazu. Ich mag RT.de. RT.de. Das sind Nachrichten. Hallo ihr Freunde, ich habe sehr viele russische Kunden hier, die hier leben, hier in Deutschland, hier in Nordrhein-Westfalen. So, ich gucke gerade rt.de. rt.de wird ja geschrieben de.rt.de. Ist ja nun mal eine russische Sache. Wo leben die? In Moskau, Borowaja Straße 3, Gate 1, 111020 Moskau, Russland. So, sie sind aber hier und schreiben Deutsch und ich habe jetzt mal darauf verwiesen, ich weiß ja gar nicht, wie alt die sind, welch Alter die haben, ich kenne die russische Zeitung nicht. So, wie gesagt, hier kann man nicht mehr, hier kann man gar nichts mehr, 6 Familien sagen an, 6 Familien, wie komme ich drauf, der 9.12. war Journalismus-Tag, dass sehr viele Journalisten, die versucht haben, etwas aufzudecken, im Knast verweilen. Der Wikipedia-Chef, also WikiLeaks-Chef, der auch versucht hat, journalistisch unterwegs zu sein. Dann der Whistleblower, der auch in Russland untergetaucht ist, Herr Snowden. So, ich verstehe sowieso nicht, warum keiner auf Whistleblower hört und keiner auf Herrn Bakshi hört und so weiter und so fort. Ich finde es hochgradig interessant, dass wir wirklich Augenmerk nur noch haben auf Lügner, Phantasten und Spiritualisten, die uns wirklich von morgens bis abends mit irgendetwas einlullen, auf den Weg bringen. Ich finde es hochgradig interessant, wenn man hier wirklich tatsächlich mit den Bürgern tagtäglich zu tun, wenn man mit diesen Bürgern hier tagtäglich etwas machen kann,
und deren Sachen macht. So. Als Videojournalismus geht man ja mit der Kamera spazieren und man liest und man forscht und man schaut hin. So. Die Umsätze der ganzen Läden hier sind minimal. Es sind nämlich minimal Leute, die dort einkaufen. Wenn sie Glück haben, können sie. Weil Karstadt zum Beispiel heißt ja nicht mehr Karstadt, sondern Galeria. Weil Galeria macht mit 2G nicht mit, verweigert sich, lässt jeden rein, weil der Umsatz sonst gar nicht mehr gegeben wäre. Karstadt ist so gut wie am Ende, deswegen heißt es ja auch nicht mehr Karstadt, sondern Galeria. So, es sind viele Kaufhäuser abgerissen worden. Es haben sich Amerikaner angesagt, es haben sich Niederländer angesagt, die da irgendwie jetzt auf diesem Markt hier zurollen wollen. Die Niederländer sind sowieso sehr stark in dieser Welt vertreten. Die haben auch sehr leise U-Boote, auch sehr schwer ortbare U-Boote, die gegen die sogenannte Weltkriminalität vorgehen. Und das aus dem Hause Niederlande. Also man hat ja nicht so viel Kontakt zu Niederlande. Ich meine, ich bin 76 Kilometer von den Niederlanden hier entfernt. Dann bin ich schon in der Niederlande. Ich habe auch viele niederländische Kunden hier. Ja, es macht schon Spaß, mit denen hier zu reden. Ja? Wenn man also internationale Kunden hat aus aller Welt, wie gesagt, ein Inder, der hier, genau, Hallöchen, hi. Was brauchen wir? Du musst mir wahrscheinlich helfen. Okay, ich helfe dir. Hi, Shop-Plaudereien, also Telegram-Gruppen, das sind so Gruppen, naja. Ich habe mir alles mal angesehen, ich bin da nicht vertreten, es bringt nichts. Telegram kann man als Nutzlast nehmen, wenn man seinen Freunden Bescheid sagen möchte, wenn bei WhatsApp irgendwas nicht funktioniert. Ein Update von WhatsApp habe ich bekommen. Ich begrüße euch zur Themenrunde. So, ich schaue jetzt zum ersten Mal bei RT rein, diese russische Geschichte. Sie berichten halt online und sind online, sind auch bei YouTube vertreten mit Videokamera und so. Sind hier, also die Russen sind hier mit ihrer Journalie, mit ihren Journalisten hier auf deutschem Boden und sind natürlich in der Landeshauptstadt Berlin, obwohl Berlin eigenes Land ist. Und wir keine Länder, wir sind Länder, wir sind nicht ein Land. Und somit habe ich natürlich hier die Hochburg Düsseldorf, Regierungsbezirk Düsseldorf für Nordrhein-Westfalen. So. Die Regierung der Stadt Essen, unser Oberbürgermeister, das ist hier mein Umfeld. Ich habe mich natürlich seit 69, 79, 89, 99 in the World Wide Web. Ich habe auch Herrn Sir Berners-Lee zugehört, ich habe Herrn Westerwelle zugehört, ich habe diversen zugehört und ich habe auch korrespondiert mit Herrn Gysi. So, wichtig ist halt, dass Herr Gysi vertrauenswürdig ist und dass in meinen Augen die Journalisten bei RD hier in Moskau oder bei denen in Moskau und doch lesbar ist. Medien ist und Medien bleibt Manipulation. Wahre, echte Medien zu zeigen, wie es wirklich tatsächlich ist, würdet ihr alle einschlafen. Ihr müsst doch selber mal euch wirklich tatsächlich nicht nur selbst zuhören, sondern auch selbst einfach mal eure Videoclips anschauen, die ihr da tagtäglich auf den Weg bringt. Die Wahrheit, die ihr wegschneidet, weil diese langweilig, liegt bei euch im Mülleimer oder ist schon längst vernichtet. Die Wahrheit sieht halt so aus, dass es langweilig ist, die Wahrheit nicht als die Wahrheit zu sehen. So. Wenn ich jetzt meine Kamera hier als Drohne oder als laufende oder hier als Brillenkamera, egal wo, könnte ich überall, ne? Es gibt ja, Kameras sind hier vorne eingebaut und dann gibt es die neue 4K, die ist hier seitlich eingebaut. Und wenn man damit spazieren geht und aufzeichnet und sendet, ich habe auch Kameras, die man direkt Sendung machen kann. Ja, über Wi-Fi und über WLAN. So, die sind WLAN gesteuert und die könnte man scharf schalten und dann wären die sofort on air. Nur das alles
ist natürlich im UPROM-Bereich und UPROM gibt es nicht mehr so. Und auch die anderen amerikanischen sind ja nicht mehr amerikanisch, sondern jetzt türkisch. Das ist, hat sich halt verändert alles. Im Web, Web.tv-Bereich, könnt ihr mal eingeben, Web.tv, seht ihr dann, wie gesagt, das ist auch nicht mehr in unseren Händen. Das gehört jetzt anderen. Also wie gesagt, alles ist verkauft, nichts ist mehr in unseren Händen. Und wie im Jahre 2022 gestartet werden könnte, das fragen wir uns natürlich jetzt auch so eben. Deswegen, hi, Grüße. Was brauchen wir? Ach so, ey, Spitze, yeah, James yeah. Bond, yeah, danke, ciao, tschüss. Nee, nicht James Bond. Für mich ist es James Bond, weil ich brauche es dringlich. Super. Heute ist der 10. Sie wollten es mir am 13. Ich bin froh, dass ich es habe. Könnt ihr, seht ihr, wie froh ich bin, dass ich Amazon habe? Ha? Ha? Bei laufender Kamera habt ihr es gesehen. Was soll ich mich jetzt hier rum, was soll ich mich jetzt stundenlang an irgendeine Pandemie-Kacke da anstellen? Ich habe das bekommen, meine Kunden sind zufrieden, dass ich wieder arbeiten kann, dass ich ihnen die Faxe, denn das, diese Tinte brauche ich für mein Faxgerät, weil die Kunden doch Faxe versenden. Denn viele Kunden haben Ärger und müssen ihren Ärger dahin schicken, wo er hingehört. Ne? Bei demjenigen, welchen, der da Ärger macht. Ne? Punkt. Wie gesagt, noch einmal, wir arbeiten für Richter, Staatsanwälte, wir arbeiten für Rechtsanwälte, hier die Digitalgeschichte, wie gesagt, Staatsanwälte, Ärzte, ja, das sind unsere Klientel, auch Polizisten, Bundespolizei, die faxen auch, denn auch ein Bundespolizist kann bei seinem Einsatz nämlich erkranken, das ist halt so. Ich liebe Merry Christmas. So, ich freue mich, dass es angekommen ist, ihr habt es live mitbekommen. Amazon, so, ja, der Deutsche hat ja gepennt, Karstadt hätte es ja machen können. Karstadt, lieber Karstadt, wir haben es euch damals mehr als einmal gesagt, 79, 89, 99, aber ihr wart so hochnäsig, ihr mit euren Flaggschiffen bei Karstadt, ach Mann, wie ihr doch, ne, lieber Herr Deutz, ne, ja, mit der dicken Zigarre und so. Ich weiß noch, wie er gesessen bei uns auf der Rolltreppe und sagte, oh, wir haben jetzt UNA, oh, jetzt wird alles zentralisiert, oh, das wird, oh. Meine Güte, nee. Er hätte lieber UNA, diese sogenannte Zentralisierung, so nutzen sollen, wie wir es ihm damals gesagt haben. Ein sogenanntes analoges, großes Kaufhaus mit der Seitenstraße Digitalvermarktung. Aber nein, die Boniertheit der Großen, die Boniertheit der Mächtigen, die Boniertheit, sie sind boniert, besonders Herr Lauterbach. Aber was wollt ihr denn machen? Na? Was wollt ihr denn machen? Ihr habt sie ja gewählt. Wie gesagt, ich bin froh, dass ich ein klitzekleiner Floh bin und im Weltall. Ich bin froh, dass ihr mich nicht mögt. Ich bin froh, dass ich euch nicht aus der Scheiße holen muss. Ja? Die ganzen querdenkenden Freiheitsboten und was weiß ich nicht alles. Wenn schon die Polizisten für Aufklärung, die Ärzte für Aufklärung. Ja? Hallo? Die schon nicht. Sogar Richter, Staatsanwälte für Aufklärung, ja, und Polizisten für Aufklärung, wohlgemerkt, dass die nicht wahrgenommen werden. Das ist ja schon krass genug. Ja, und Herr Bakshi, der wirklich tatsächlich Ahnung hat von Virologie, ja, da hört ihr lieber auf einen Herrn Lauterbach, der euch da Geschichten erzählt. Herr Lauterbach knebelt euch. Herr Lauterbach sagt euch jetzt, wie es lang geht, wo es lang geht und ihr habt zu parieren. Nun, wenn ihr weiter so macht, wenn ihr alle so weitermacht, dann seid ihr selber schuld. So, während ich arbeite, kann ich mir Schuhe bestellen. Während ich arbeite, kann ich mir Klamotten bestellen, die so schön sind. Ja, und ich freue mich jedes Mal, wenn der Amazon, ja genau, wenn Herr Amazon hier rüberkommt, mich anstrahlt, mir das in die Hand gibt. Okay, das ist jetzt Tinte. Und ich dann meinen Pullover anziehen kann und mich wohlfühle. Und ich habe einen Pullover, den du hier weit und breit nirgendwo kriegst. So sieht's aus. 1989, Sir Berners-Lee. Okay, da ist er noch Lee. Wie gesagt, ich weiß noch ganz genau, wie da gesagt wurde, jetzt kannst du endlich deinen Wein in Italien bestellen. Du musst also nicht in
du musst da nicht hin, etc. pp, du brauchst auch nicht und so weiter. Und dann haben wir online Video-Chattings gemacht. Dann haben wir über Skype, ne, über Skype, ICQ. Ne? Das sind alles so Sachen, die kennt doch keiner mehr. Ja? Das erste Phone, das werde ich nie vergessen. Ja? Ja, so ein dickes, ich komme jetzt schon gar nicht mehr drauf. Ne? Ich habe es noch in der Schublade liegen, die ersten Phones. Und dann haben wir unsere SMS da eben hergeschickt. Ich meine, es war Blödsinn, ist klar, die Dame saß da am Tisch. Aber wie so Damen hin und wieder sind, besonders junge Damen, in sehr jungem Alter, die halt da ein bisschen schräg unterwegs sind. Und dann ist das halt so. Aber egal. Ich habe die schrägsten Vögel meines Lebens erlebt. Ich habe die buntesten Vögel des Lebens erlebt. Und ich habe wirklich, ja, wirklich, wirklich und tatsächlich habe ich Menschen erlebt, die wirklich tatsächlich der Meinung sind, sie wären Schauspieler. Hammerhart. Ja? Sie haben so viele Nebenrollen zwischen einer Sekunde bis drei Minuten. Gut, einer hat mal 45 Minuten dabei sein dürfen. Das war's dann aber auch schon. Ja. Ach, herrlich. Die ganze Truppe da, ihr wisst schon, Stromberg, die ganze Stromberg-Truppe, die ich kennengelernt habe. Und auch hier das große Vergnügen, 1, 2, 3 hatte ich da auch so einen, der auch irgendwie abgehoben war. Und es war schon. Ich habe viele Filmstudenten hier gehabt, die da Mut zur Lücke, nein, das ist ein Profi. Mut zur Lücke ist ein Profi. Ja? Nee, Mädchen ohne Hände. Mädchen ohne Hände, das war auch so eine Geschichte. Da musste ich auch mal drüber nachdenken. Ja, was geht denn hier ab? Ne? Also es war schon heavy. Es war schon heavy, was abgegangen ist. So, für mich ist es heute ein besonderer Tag. Das war der 10.12. hier in der Aufzeichnung. Für mich live, für euch, wie gesagt, Aufzeichnung. Und ihr habt selbst gesehen, dass ich halt mit der Zeitung RT, russisch, Amazon, amerikanisch, ja, ich kann arbeiten. Ne? Ich muss mich nirgendwo anstellen oder so. Was mich nervt, ist halt hier die Postbank, dass ich da nicht so rein kann, weil das ist Postbank, nicht die Post. So, viele meinen immer, ist die Post. Nein, ist nicht die Post. Es ist die Postbank. Post hätte ich werden können, aber ich hätte mich für 4 Millionen versichern müssen und das ist mir ein bisschen heavy. Ne? Weil ein Stapel, rechnet doch selber mal aus, ein Stapel, ja, Briefmarken. Wisst ihr überhaupt, was für ein Vermögen da liegt? Ja, an Briefmarken. Und ja, also wie gesagt, die ganzen Vorkehrungen, die ganzen Panzerschränke und alles. Nee, nein, danke. Ich bin ein ganz kleines Licht, bin ein ganz, ganz kleines Rädchen und ich bin froh. Ich bin froh. Aber ich bin so ein kleines Rädchen. Für viele bin ich das größte Rad am Rade, weil wenn sie das kleine Rädchen nicht mehr hätten, würden sie ihr Laufwerk nicht mehr am Laufen halten können. So sieht's aus. Ne, ich dachte jetzt wirklich, Bond, aber heute ist ja nicht der 16., heute ist ja der 10. Also am 16. mache ich auch so einen Videoclip und dann freue ich mich, wenn ich Bond, den Film Bond bekomme. Den hatte ich nämlich am 9. zerquetschen da vor langer, langer Zeit bestellt. Leider wurde er nicht ausgeliefert, aber jetzt kommt er so lange. Hallöchen! Morgen! Was darf sein? Ich wollte gerne kopieren. Kopieren, machen wir sofort. An alle Satanisten, hier ist die heute Show. Nein, ist sie nicht. Es sind Shop-Plaudereien aus der Welt der Medien. An alle Satanisten, die sich jetzt freuen, dass sie auf den langen Samstagen, den langen Sonntagen, die da jetzt kommen, weil wir ja Weihnachten haben, dass sie einkaufen dürfen, weil sie ja das gelbe Zertifikat haben. Ich bin Geimpfter. Ihr seid genauso Virenschleudern wie die Menschen, die auch nicht geimpft sind. Nur ihr freut euch, dass ihr einkaufen dürft. Oh. An alle Ungeimpften, warum lacht ihr? Weil ihr kriegt's ja nach Haus geliefert. Ach, herrlich. Ach, herrlich. Ne? Pick kommt vorbei, bringt euch den Braten. Der Mann schleppt es euch hoch. Ihr braucht es selbst nicht schleppen. An alle Ungeimpften, ja, an alle Ungeimpften. Freut euch, Weihnachten. Freut euch, Christus ist geboren. Freut euch, ja, singt, O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter.
freut euch an alle Ungeimpften. Ihr Ungeimpften seid die Helden der Stunde, denn ihr versteht halt, damit umzugehen. Es freut mich natürlich auch, dass ihr auf der Straße seid und natürlich macht, aber leider finde ich es ein bisschen merkwürdig, dass ihr euch immer nur auf den Samstag trefft. An sich könnte man sowas in eurem, ich weiß es ja nicht, kenne mich ja bei euch nicht aus. An sich könntet ihr das ja jeden Tag machen. Ne? Jeden Tag könntet ihr da den Lauten machen und jeden Tag könntet ihr Mahnwachen machen. Jeden Tag könntet ihr Aufklärungsarbeit machen. Warum eigentlich? Warum macht ihr das? Denkt doch dran, wir sind online. Wir sind online. Lasst uns doch online das Ganze machen. Lasst uns doch diesen sogenannten Datenhighway mal richtig aufrollen. Ne? Die sogenannten Faschisten, die sogenannten Parasiten, die sogenannten, was weiß ich, Politiker, keine Ahnung, an alle nicht geimpften Menschen, lebt euer Leben, hört auf, euch zu verteidigen und ja, es ist halt so, ganz einfach, an alle nicht geimpften Menschen, ihr merkt halt, wer wirklich tatsächlich euer Freund ist. Ein Freund, ein waschechter Freund, ob er nun geimpft ist oder nicht geimpft ist, ist ein waschechter Freund. Punkt, fertig, aus. Aber ein Mensch, der sich distanziert von jemandem, geimpft oder ungeimpft, zeigt, dass er niemals euer Freund war. Er war nicht euer Freund. Okay? Gewöhnt euch dran. Tut weh? Ja, ich weiß. Da müssen eben die Ungeimpften Freunde werden und die Geimpften weiterhin, ne? Denn keiner von euch, denkt bitte dran, alle, die geimpft sind, tragen den Virus in sich, weil sonst kann der Virus in sich ja gar nicht arbeiten, weil wenn der wahre, wirkliche, tatsächliche Virus kommt, wie bei einer Grippe, ne, ihr macht eine Grippeschutzimpfung, so, und diese Grippeschutzimpfung kann also so richtig euch niederknallen, dann habt ihr nämlich den Wirt schon in euch und dieser Wirt wird ja dann sofort bekämpft. Ne? Ja. Und halt, ist so. Und deswegen, an alle Geimpften, ihr seid verseucht. Alle Geimpften sind verseucht, sonst geht's ja nicht. Ne? Ihr wünscht natürlich den Ungeimpften die Pest am Balch. Ja, und die Ungeimpften sagen, was wollt ihr eigentlich? Was soll das? Noch bin ich der Herr in meinem Körper. Der Herr in meinem Körper, das bin ich. Und ich entscheide, kein anderer. So, es kann nicht sein, dass da Ärzte ihren Schwur vergessen. Sie an alle Ärzte, ihr wisst, dass ihr verklagt worden seid. Ja? Ich habe das Buch jetzt, ja, ich habe es griffbereit. Meine lieben Damen und Herren, das sogenannte Patientenrecht, wo alle Ärzte sich dran halten müssen. Ja? Hier, das Beste ist das BGH-Urteil in NJW 1991 unter 2955. Ja, in Bremen, Medizin, 1984, 112, Tatsache, dass und weshalb behandelt wird. Tatsache. So, die Wartezeiten dürfen nicht. Das ist ein Aktenzeichen von 1984, am 15.10. und so weiter und so fort. Hallöchen, dürfen wir wieder faxen? Wir faxen. Habe ich extra Tinte besorgt, damit wir faxen können. Boah, das ist geil. Als wenn du das gerochen hast. Ja, das habe ich gerochen, das habe ich. Ich grüße Shop News, ich grüße die Schauspieler. Ja, wir hatten ja mal vor langer, langer Zeit, vor fast 10 Jahren, warum mache ich das Video? Das Video mache ich, weil wir hier vor Ort 2010 begonnen haben und somit wir fast über 12 Jahre im Jahre 2022 hier gewesen sein werden. Weil wir wollen ganz neu, warum ich jetzt freue, ist, dass ich, wie gesagt, mit einem sehr guten Schauspieler gesprochen, Scholzen, der auch bei RTL, auch bei der Schulgeschichte, den Vater und er hat viele Sachen und auch in Amerika. So, mit ihm würde ich sehr gerne und freue mich schon drauf, einen Imagefilm machen. Diesmal geht es dann halt um uns selbst. Ich werde euch die Green Studios zeigen. Ich werde euch die Aufnahme zeigen. Ich werde euch alles zeigen, wie wir hier arbeiten, wie wir hier täglich arbeiten. Und das werde ich halt als Imagefilm selbst aufzeichnen, selbst auf den Weg bringen, natürlich in 4K, versteht sich von selbst. Und ja, ich werde also komplett andere Sequenzen auffahren im Jahre 2022. Ich werde das ganze Komposium umgestalten. Wir bleiben das Medienhaus, das ist richtig. Und ihr wart ja
Und deswegen mache ich das Video, weil ich mich bedanken möchte, weil viele, also viele waren ja hier, unser Bericht hier, Bericht Unternehmensprofil in Aktion letzten Monat, danke, danke, weil wir sind ja natürlich hier vor Ort. So, natürlich habe ich in den ganzen 12 Jahren, ich runde das jetzt mal auf, alle hier gehabt, Stromberg, die Stromberg-Geschichte, die Star Wars-Geschichte, die beiden sind natürlich, und natürlich Cobra 11. So, die drei hatte ich hier, ja, ich mache einen riesen Schnitt, ich verabschiede mich von Cobra 11, ich verabschiede mich von Stromberg und ich verabschiede mich halt auch von Star Wars. So, weil das sind alles jetzt so Sachen, auch Brainpool, Filmpool, verabschiede ich mich hiermit. Es bringt ab 2022 nichts. Brainpool ist nicht mehr, obwohl Stefans Raab Show jetzt wieder am Leben ist, mit Herrn Piff Puff, der das jetzt macht. Ja, also wie gesagt, sage ich Dankeschön und Hallöchen. Hallöchen. Was darf sein? Kopie. Ja, mach mal. Okay. So, die Batterie geht zur Neige, weil ich vergaß auszumachen, aber ihr habt nicht sehen können, weil die Kamera lief nicht. Aber ich hatte sehr viele Gespräche heute gehabt. Noch einmal, Corona ist eine Affäre, weil Corona ist die Lunge. So eine Lungenkrankheit, eine Art Lungenentzündung, wo die Atemwege sich zusammenziehen, ja, und ihr Schaum vom Mund habt. So sieht's aus. Das ist Corona. Corona ist wirklich, die Lunge ist zusammen. Sie zieht sich zusammen. Hier vorne kommt Schaum raus. Aber ich habe nicht viel Zeit, Filme zu machen, denn da ruft schon wieder einer an. Dankeschön. Dieses Dankeschön geht an alle meine Kunden online. Es sind ja eine Menge. Ich habe heute die Google-Zahlen bekommen. Und ja, dieser Frohnhausener Kopierstudio UG, erst normal bei Google. Wir sind unter Google-Vertrag. Und wir sagen Dankeschön zu allen unseren Kunden. Alle, die das jetzt hier sehen, es tut mir natürlich leid. Ich habe viele online, ist klar. Ihr seht jetzt das Video hier bei YouTube und oh ja, aber nein, es geht nicht. Das Problem online ist, dass wir natürlich stationär gebunden sind. An sich, wenn man ehrlich ist, ist man ja im Digitalbereich auch analog. Ich habe gerade noch mit den Schauspielkollegen gesprochen, weil ich im Jahr 2022 doch auch online Werbung machen möchte, ein Imagefilm, mal schauen. Ich werde mir auch sicherlich irgendwelche Programme aussuchen, wo wir auch als Trickfilmfigur funktionieren. Muss ich schauen. Ich habe also im Jahr 2022 mehr mit Film und Foto vor, weil mit Film und Foto kann ich natürlich arbeiten, das ist klar. Man kann mir schon dann, ich habe es jetzt da liegen, die Kassetten und alles schicken. Könnte man, ja, müsste ich schauen. Dann schickt ihr mir halt die Filme und ich digitalisiere und mache daraus eure Filme, die ich natürlich nicht veröffentliche, weil es eure Filme sind. So, ich habe gerade, wie gesagt, mit den Schauspielkollegen gesprochen, wegen Image, dass wir hier mal einen Betrieb spielen, als Kunde, wenn der Kunde reinkommt und wenn ich dann frage, was darf es denn sein, und ich vielleicht auch agiere, muss ich schauen, weil Regie und Schauspielerei geht, ist klar, kein Thema, aber viel Arbeit. Aber ich möchte mir wirklich für euch mal einen Imagefilm generieren, also für euch einen generieren, nicht nur im Green Room, sondern echt. So wie wir echt arbeiten und wie wir echt alles machen. Ob es funktionieren wird, weiß ich nicht, aber die Schauspieler sind bereit, die dürft ihr dann schon mal bewundern und ich werde mich wirklich, wirklich bemühen, dass dieser Imagefilm wirklich tatsächlich. So, ich habe ohne Imagefilm schon einen guten Ruf. Ich habe mir das gerade, wie gesagt, angesehen bei Google und ich stehe ja unter Google-Vertrag und ich habe auch noch andere Verträge. Ich habe auch gerade ein extra Handy bestellt, extra nur für die Dreharbeiten, dass man also, wenn das geht, weiß ich Bescheid, aha, das ist die Welt Medien. Und wenn das andere Telefon geht, aha, ist die Welt der normalen Bürger. So, wir sind hier im Standort
Stadt Essen. Wir sind hier im Standort Nordrhein-Westfalen. Wir haben also vieles schon gemacht im Bereich Oberbürgermeister. Wir haben vieles gemacht auch im Bereich normalen Bürger, der irgendwie Kalender herstellen möchte oder irgendwelche Sachen. Ich habe auch gerade ein Schützenfest auf DVD mit allem drum und dran. Ich habe, wie gesagt, sehr viel, ist klar, wir sind jetzt hier in der weihnachtlichen Zeit. Dieses Video wurde zur weihnachtlichen Zeit im Jahre 2021 aufgenommen. Wenn man eine Menge kann, kann man dennoch, auch wenn man eine Menge kann, nicht alles wirklich tatsächlich auf den Weg bringen. Man hofft zwar, dass man es machen kann, man hofft zwar, am Ball bleiben zu dürfen, nur unsere Kollegschaft, wir hier, die Gewerbe betreiben, wir, die hier Firmen haben, werden ja ein bisschen zusammengeschossen. Nicht nur durch 2G und was die Kunden und wie die Kunden und was die Kunden und was weiß ich nicht alles, weil die Kunden durch den Wind sind. Die Kunden wissen gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Die Normalkunden, also die wirklich normal sind, wie Schauspieler, die auch normal sind. Es gibt so viele Menschen, die wirklich tatsächlich ungeimpft sind und noch wissen, wer sie sind. Denn das Ganze, auch das Bildungsprogramm, das ist klar, man sollte gebildet sein, ob man sich impfen lässt oder nicht. Und man sollte auch fair sein. Es gibt leider Satanisten und Gutenisten oder was weiß ich, Buddhisten. Ihr wisst schon, was ich meine. Es gibt Glaubensrichtungen. Es gibt auch Menschen, die versuchen, einen reinzulegen, leider. Ich habe heute wieder einen Fall gehabt des Diebstahls. Alte Menschen werden bestohlen. Sogar Verkäuferinnen werden bestohlen, besonders im Bereich Real. Gut, jetzt am Limbecker Platz ist gestern wieder etwas geschehen, mitten auf der Straße. Also die Innenstadt ist im Moment nicht so, wie sie sein soll. Diese Dreharbeiten wurden am 10.12. gemacht, jetzt hier vor Ort. Und am 13.14. soll irgendwie irgendwelche Demonstrationen wieder abgehen, weil mittlerweile sind den Menschen doch einiges aufgefallen. Es kann nicht sein, dass einige Menschen auf einen offenen Sonntag einkaufen dürfen und einige Menschen nicht. Und da kann sicherlich irgendwann mal doch den Geduldsfaden reißen. Ich habe viele Kunden hier vor Ort, Analogkunden, denen ich dann die Digitalsache mache, die sie gerne hätten. Jetzt sind wir im weihnachtlichen Bereich und im weihnachtlichen Bereich wird ja vieles selbst gestaltet. Bilder, Collagen und all solche Sachen. Und ich bin auch gerade angerufen, nein, öffentlich, nein, samstags nicht, geht nicht. Ich kann mich nicht zerteilen, weil ich brauche auch leider auch noch... Hallo, willkommen.